Hallo, ich bin's wieder, die Julia vom ASK Tirol. Und heute habe ich mir gedacht, da machen wir unserem Rücken etwas Gutes. Es wird aber heute eher gemütlich. Wir werden uns ein bisschen mobilisieren und ja, schauen, dass wir schön beweglich bleiben in der Wirbelsäule. Dafür braucht es ja heute eine Matte und gemütliches Gewand. Wir starten gleich am Boden und zwar im Vierfüßlerstand. Wichtig, die Knie sind unter der Hüfte und diesmal die Handgelenke sind unter der Schulter. Der Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule und dann beginnen wir mal, dass wir beim Becken anfangen, Wirbel für Wirbel nach vorne zu rollen bis zum Kopf und dann beginnt das Becken wieder Wirbel für Wirbel aufzurollen in den Kuhrücken. Beim Steiß, beim Lendenbereich beginnen wir wieder Wirbel für Wirbel uns einzurollen in den Katzenbuckel. Wirklich langsame Ausführung. Und einmal noch in den Kuhrücken. Sehr gut. Und dann findet man die neutrale Position im Rücken. Jetzt wandern wir mit den Armen weiter zu den Knien. Jetzt geht die Bewegung nämlich aktiver mehr in die Brustwirbelsäule. Wir drücken uns hoch in den Katzenbuckel, ganz, ganz weit nach oben. Und jetzt ganz tief, Hängebauchschwein, Kuhrücken. Und nochmal, Brustwirbelsäule nach oben, Katzenbuckel machen. Und gegenbewegen. Einatmen, Katzenbuckel machen. Sehr gut. Und die neutrale Position finden. Wir wandern mit den Armen nach vorne. Der Popo bleibt oben. Wir ziehen wirklich die Brust, das Brustbein Richtung Decke. Wir ziehen das Brustbein Richtung Boden. Und der Atem fließt. Mit jedem Ausatmen weiter zum Boden. Und dann schieben wir uns mit den Armen zurück, setzen uns auf den Fersen ab. Legen die Stirn am Boden. Die Arme einmal nach hinten am Lendenwirbelsäule ablegen. Und Wirbel für Wirbel nach oben rollen. Super. Wir wandern jetzt in die Rückenlage. Ziehen die Knie zum Bauch, umfassen die Knie mit den Händen und rollen von rechts nach links. Gerne mal die Beine öffnen. Und gegen gleich kreisen, ganz super für die unteren, für den unteren Rücken. Richtung wechseln. Stellen die Beine auf, gerade so, dass man wenn wir die Arme ausstrecken, mit den Fingerspitzen die Fersen nur berühren
und dann beginnt wieder Wirbel für Wirbel, rollen wir hoch in die Brücke und wieder Wirbel für Wirbel abrollen. Machen wir viermal, Wirbel für Wirbel nach oben rollen. Und der Atem fließt. Hochstrecken, Wirbel für Wirbel, abrollen. Sehr gut. Wir heben das Becken kurz hoch, setzen es ein Stück weiter links ab. Die Beine lassen wir nach rechts fallen, die Arme strecken wir zur Seite und der Kopf, der Blick geht auch nach links. Super entspannend für den Rücken. Und der Atem fließt. Vier tiefe Atemzüge. Und stellen wir die Beine wieder auf, heben das Becken wieder in die Mitte. Nochmal kurz hochheben und diesmal auf der rechten Seite ablegen. Ein Stück weiter rechts, die Beine voll nach links und der Kopf dreht jetzt nach rechts. Und wieder vier tiefe Atemzüge. Beine wieder aufstellen, Becken zurück in die Mitte. Wir fassen nochmal die Knie und schaukeln, machen uns ganz rund und schaukeln vor und zurück. Und mit dem letzten holen wir Schwung, setzen uns auf. Nochmal kurz in die Grätsche setzen, Zehenspitzen nochmal herziehen. Die Hände zu den Zehenspitzen und schauen, dass wir einen geraden Rücken haben. Brustbein zieht nach vorne und wieder. Vier tiefe Atemzüge. Gerne mal einmal Rundrücken machen. Einatmen, Brustbein vorne raus. Und nochmal Rundrücken. Sehr gut. Dem Rücken hat es getaugt. Der dankt dir. Und ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!